Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe jetzt ganz interessiert zugehört, wie zwischen SSW und Grünen über Niebüll-Flensburg und jetzt auch mit Herrn Vogel gemeinsam über Dinge gesprochen wird, von denen ich sage, ja, meine Damen und Herren, alle gemeinsam, lassen Sie uns darüber gerne langfristig reden. Es ist gut und ohne Denkverbote alles Mögliche anzusprechen. Aber was den Schienenverkehr derzeit angeht, empfehle ich allen Beteiligten, zunächst mal das anzupacken, was notwendig ist, um Stabilität auf der Schiene zu haben. Um dafür zu sorgen, dass wir tatsächlich den Menschen in diesem Land das Angebot, das sie eigentlich erwarten dürfen, dann auch stabil und verlässlich bekommen. Das muss unser Ansatz heute sein. Und nicht so sehr in Blütenträumen, was alles vielleicht noch mal irgendwo auf der einen oder anderen Strecke sein könnte. Das ist meine herzliche Bitte, weil ich glaube, die Menschen erwarten von uns hier allen gemeinsam, dass sie vor dem Hintergrund einer Präsentation des Schienenverkehrs in Deutschland, das müssen wir doch der Ehrlichkeit hier mal sagen, der Schienenverkehr präsentiert sich in Deutschland zurzeit in einer Art und Weise, die nicht danach aussieht, als seien wir eine der führenden Industrienationen der Welt. Also, die kleine Peinlichkeit, die bei einer Neueinweihung einer aus meiner Sicht hochsinnvollen Strecke zwischen Berlin und München da stattfindet, dass dann ein ICE 2,5 Stunden lang und dann auch noch vollgefüllt mit Prominenten und Journalisten eindrucksvoll belegt, was es bedeutet, wenn man also... Wir im Lande haben unsere eigenen Probleme unterschiedlichster Ursachen. Wir hatten eben diese furchtbaren Kupplungsschäden, ja, und das sicherlich einzigartige Phänomen, einen Komplettausfall von 90 Waggons im Herbst des Jahres 2016 zu haben. Das war schon. Wir hatten Unfälle auf Strecken, wir haben Wetterszenarien, die besonders heftig sind. Es gibt Baumaßnahmen, von denen man allerdings auch sagen muss, ob sie so intelligent geplant und durchgezogen worden sind, daran kann man Zweifel haben. Wir haben zum Teil unzureichendes Zugmaterial und das nicht nur auf der Marschbahn, sondern ich sage mal, wir warten auch, was Kiel-Hamburg angeht, jetzt nochmal auf die Lieferung von Triebzügen, die eigentlich mit dem neuen Fahrplan längst eingesetzt werden sollten. Und wir warten darüber, Frau Hollis, in der Tat, wir warten 3 Jahre. Und auch das ist ein Problem, dass wir keine Industriekonkurrenz- und Wettbewerbssituationen mehr haben, sondern in dem Augenblick, in dem jetzt Siemens Alstom übernimmt, da muss man sagen, hat man mit Bombardier und noch dem anderen noch 2 Anbieter, da ist nicht mehr viel Wettbewerb an der Stelle. Und aus dieser Situation entsteht das, was Liberalen halt ein Gräuel ist, dass die sich zurücklehnen und sagen, tja, Freunde, dann dauert es halt noch ein bisschen länger. Aber wir haben eben leider auch... Bitte? Ja, das finden alle anderen auch doof. Das freut mich. Wir finden das alle doof, weil an dieser Stelle, da muss es uns allen, und ich glaube, diese Gemeinsamkeit sollten wir hier auch versprechen, es muss uns allen darum gehen, wirklich Dinge voranzubringen. Und das größte von allen Problemen ist nun mal auch, dass wir ein Schieneninfrastrukturproblem in Schleswig-Holstein haben. Und dieses Schieneninfrastrukturproblem, völlig wurscht, Andreas Zitze, ob es nun daran gelegen hat, ob der ehemalige DB-Chef unbedingt die Deutsche Bahn AG an die Börse bringen sollte oder nicht. Aber richtig ist auch eins, die Infrastruktur in diesem Lande ist nicht nur auf der Straße, sondern insbesondere auf der Schiene viel zu lange liegen gelassen worden und wir erben zurzeit die Probleme, die das gemacht hat. All diese Probleme haben uns in letzter Zeit viel beschäftigt und sie beschäftigen uns in Wahrheit viel zu viel. Und lassen Sie mich mal eins sagen, weil hier immer gesagt wird, Herr Arp, sagst dankenswerterweise Frau Raudes auch, nach dem Motto, damit hast du jetzt nichts zu tun oder ist es jetzt nicht dein Problem. Es ist sehr wohl meine Auffassung, dass wir hier Verantwortung, auch alle, auch als Minister, ich Verantwortung dafür übernehmen, dass es besser wird. Und an dieser Verantwortung will ich mich sehr wohl auch messen lassen. Und dabei geht es um das, was möglich ist, nicht um Blütenträume. Herr Vogel hat vorhin gesagt, nach dem Motto, da steht so viel in diesen Anträgen drin, das Blütenträumen ist, da komme ich im Einzelnen drauf. Nein, aber ich finde schon, dass zu dieser Verantwortung auch dann dazu gehört, die Themen klar zu benennen, die Verantwortlichkeiten aber auch klar zu legen und dann auf der Basis der von uns auch als Land geschlossenen Verträge diese Verantwortlichkeit klar zu dokumentieren und durchzusetzen.
Und machen wir uns da jetzt nichts vor auf der Marschbahn. Hier gibt es eine klare Verantwortlichkeit für die gegenwärtige missliche Situation. Und die liegt beim Verkehrsunternehmen, das dort die Betriebe betreibt. Und das ist die DB Regio. Und das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Hier ist ein Instandhaltungs- und Reparaturkonzept am Werk, das nicht akzeptabel ist, das nicht ausreichend ist, das dazu führt, dass viel zu lange Stehzeiten für die Überarbeitung von Wagenparks stattfindet. Es gibt ein ungenügendes Personalkonzept der DB Regio, das dazu führt, wenn sich morgens einer der Lokführer krank meldet, ganze Züge ausfallen müssen. Es gibt bei DB Service und Station ein Problem, eine lange, lange angedachte und längst beschlossene Verlängerung der Bahnsteige auf der Strecke, um sie mit 12 Waggons bedienen zu können, längst umgesetzt haben sollten. Und selbst bei mir versucht man noch, gerade aktuell, zu vertrösten und zu sagen, oh, nächstes Jahr im Sommer wird schwierig, wird er wieder 2019. Den Akten ist meines Vorgängers ist zu entnehmen, dass die Beteiligten das jedes Jahr eigentlich immer auf das nächste Jahr verschoben haben. Also, man hat so ein Déjà-vu, A20 lässt grüßen. Das dürfen wir, meine Damen und Herren, das dürfen wir den Betreibern dort nicht durchgehen lassen. Und das heißt, dass wir gemeinsam, von hier aus sagen müssen, und das ist mein Appell übrigens auch an die Deutsche Bahn von hier aus, an DB Regio, aber auch an die Bahn AG insgesamt. Die Deutsche Bahn hat zurzeit Vertrauen, das sie verspielt hat, zurückzugewinnen. In unser aller Interesse, denn wir investieren hier viel Geld auch auf solche Strecken. Und es ist Aufgabe der Deutschen Bahn, sich dieser Verantwortung zu stellen, sie anzunehmen und zu zeigen, dass sie bereit ist, diese Verantwortung auch zu tragen und die Verkehre zu verbessern. Dieses Signal muss von hier ausgehen. Was wir dann zusätzlich brauchen, meine Damen und Herren, ist klar, wir brauchen zusätzliche Investitionen in die Sanierung von Gleisen und Bahnbrücken und wir brauchen erhebliche zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur. Und da geht es auch nicht nur um eine Zweigleisigkeit auf der Marschbahn. Eines der zentralen Themen ist in Schleswig-Holstein die Dreigleisigkeit und das Auflösen des Problems in Elmshorn. Und das ist etwas, was im vordringlichen Bundesverkehr, im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans steht. Und auch da gilt es, dass es in die Umsetzung gehen muss. Steht im potenziellen Bedarf. Steht im potenziellen Bedarf. Dann müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass es endlich in den vordringlichen Bedarf kommt, meine Damen und Herren. Da habe ich aber, da spüre ich eine gewisse Bewegung. Sie haben ja vielleicht mitbekommen, dass ich am letzten Samstag ein Stück Autobahn in Schleswig-Holstein mal einweihen durfte, und zwar ein Stück neues Autobahn, und dabei auch ein Gespräch mit Herrn Ferlemann geführt habe. Wir sind uns einig, dass das Problem um Elmshorn ein wirklich für viele tausend Pendlerinnen und Pendler, für viele Fahrgäste ein zentrales Problem ist, das es vordringlich anzupacken gilt. Und das gilt nicht nur für die Elmshorner, das gilt auch für die Tornescher, das gilt für die Anbindung an Glückstadt. All das lässt sich nur lösen, wenn man mit einer vierten Bahnsteigkante in Elmshorn und einem dritten Gleis endlich dazu kommt, dort etwas voranzubringen. Das zweite große Thema, meine Damen und Herren, ist dann aber auch, weil wir nun mal diese Vertaktung auf der Marschbahn haben, dass sie jede Verzögerung, jedes bisschen, was man da oben zwischen Niebel und Westerland erlebt, sich sofort zu einem Fahrplankollaps auswirkt, weil die entsprechende Trassenbelegung so ist, wie sie ist. Und weil Sie das in Ihrem Antrag auch geschrieben haben, Herr Vogel, lassen wir darauf nur eingehen, nach dem Motto, zusätzliche Personennahverkehre zu bestellen, würde aus meiner Sicht wenig sinnvoll sein, weil Sie da jetzt einfach nur dann die Autozüge, die Fernverkehre und die Schienenpersonennahverkehre gegeneinander ausspielen. Und die sind alle wichtig für die Insel. Fahren übrigens auch Handwerker mit Kleinbussen über einen Autozug auf die Insel und pendeln dabei. Fernverkehre sind für den Tourismus wichtig. Und wir können auf der Strecke, so wie sie hier ist, zurzeit nur 4 Züge in die eine Richtung und 4 Züge in die andere Richtung abwickeln. 2 Züge davon haben wir für den Schienenpersonennahverkehr bestellt. Was soll ich jetzt machen? Also da jetzt einfach zu sagen, bestellt doch einfach mal mehr, würde schlicht und ergreifend dazu führen, dass wir an einer anderen Stelle, wenn das Hemd insgesamt zu kurz ist, dann kannst du daran ziehen, wie du willst, über den Bauch kriegst du es nicht. Und genau deshalb, meine Damen und Herren, schaffen wir kurzfristig, das Wort streiche ich, schaffen wir nur dann eine wirklich nachhaltige Verbesserung der Marschbahnverkehre, wenn wir dazu kommen, mindestens mal an einem Teilstück eine Zweigleisigkeit herzustellen, damit wir eine zusätzliche Trasse mit draufkriegen können, also einen zusätzlichen Verkehr mit unterbringen können. Und deshalb, habe ich auch in Husum gesagt, brauchen wir etwas,
Und da ist die Unterstützung dieses Hauses wichtig, dass wir mindestens mal im Abschnitt zwischen Niebel und Klangsbüll die Zweigleisigkeit herstellen. Und das Problem, lassen Sie mich das ganz deutlich an dieser Stelle sagen, ich überschreite meine Zeit jetzt hier, aber das ist kein weiterer Tagesordnungspunkt geplant, insoweit glaube ich geht das. Ich kann so lange reden, das tue ich jetzt auch an der Stelle, weil es wichtig ist. Ja? An der Stelle gibt es ein Problem, das wir in diesem Haus dann auch mal klar benennen würden, weil die Anmeldung hat ja die Vorgängerregierung zum Bundesverkehrswegeplan gemacht und Sie sind damit gescheitert. Und warum sind Sie damit gescheitert? Weil Sie natürlich bei dem Ausbau auf der Marschbahn nie den sogenannten Kosten-Nutzen-Faktor herstellen werden, der die Wirtschaftlichkeit bedingt. Und deshalb geht es für uns darum, aus Schleswig-Holstein in Berlin und in Köln mal klarzumachen, dass man diese Strecke nicht nur nach Kosten-Nutzen-Faktoren messen kann. Dass es die einzige richtige Verbindung auf eine Insel ist, die für Schleswig-Holstein von touristisch, aber auch insgesamt von größter Bedeutung ist. Dass man sich deshalb mal in Berlin davon trennen muss, hier mit einem Kosten-Nutzen-Faktor zu argumentieren und dass nur dann wir gemeinsam die Chance haben, diese Zweigleisigkeit herzustellen. Dafür kämpfe ich in Berlin und dafür bitte ich Sie alle um Unterstützung. Ein weiteres großes Thema ist die S4 und das auch nur schnell. Alles dazu ist gesagt, es wird lange betrieben. Aber die gegenwärtige Situation für die S4 ist nicht einfach. Der Drops, meine Damen und Herren, ist nicht gelutscht, obwohl das offenbar alle annehmen. Und warum ist er nicht gelutscht? Weil Berlin und die Geldgeber relativ deutlich und unmissverständlich sagen, dass das Milliardeninvest, das da steht, ihnen viel zu teuer für den entsprechenden Personennahverkehrsnutzen ist. Ich behaupte, und ich sage das auch hier ganz deutlich, es geht bei der S4 nicht nur um ein Nahverkehrsprojekt. Es geht bei der S4 auch darum, den Hamburger Hauptbahnhof zu entlasten für Verkehre, die auf der Fehmarn-Beltquerung nach Skandinavien gehen sollen. Wenn es nicht um die Entlastung des Knoten Hamburgs ginge und wir tatsächlich nur ein Nahverkehrsprojekt haben, dann würde sich das in der Tat sehr, sehr schwierig rechnen. Aber Berlin muss einsehen, dass es an dieser Stelle nicht um ein Nahverkehrsprojekt allein geht. Es geht um ein transeuropäisches Verkehrsprojekt, das Fehmarnbelt heißt, und weshalb die Entlastung des Knotens in Hamburg wichtig ist. Zurzeit versucht man, und wir haben versucht, Vorsorge dagegen zu treffen, auch schon beim letzten Besuch am letzten Freitag in Hamburg, dass man in Berlin abgespeckte Varianten der S4 vorschlägt. Unter anderem mit einem nur noch zusätzlichen viergleisigen Ausbau bis nach Hamburg-Rahlstedt. Und danach würde das alles dann als S4 getarnt auf der Zweigleisigkeit der Strecke bis Oldesloe weitergehen. Eine solche Variante, meine Damen und Herren, lassen Sie mich das hier sehr deutlich sagen, hätte für Schleswig-Holstein keinen Nutzen. Und dementsprechend wird sie von mir auch nicht unterstützt. Nur dann, wenn wir mal mindestens eine Viergleisigkeit bis Ahrensburg gewährleistet bekommen und dann ein Überführen der Strecke weiter bis nach Bad Oldesloe, nur dann macht diese Strecke Sinn. Und ich fordere auch von hier den Bund dazu auf, endlich zu sehen, dass man mit einem vernünftigen Kosten-Nutzen-Faktor nun auch in die Finanzierung dieser Strecke so einsteigt. Es geht letztlich um übergreifende Verkehre und um die Entlastung des Hamburger Hauptbahnhofs. Ein letzter Punkt, meine Damen und Herren, weil der mich auch umtreibt und auch weil es darum geht, dort auch klare Verantwortlichkeiten zu treiben. Zu Recht ist hier gesagt worden, wenn der Sturm pfeift und Menschen gefährdet würden, dann muss man auch Schienenverkehr stilllegen, kurzfristig. Keine Frage. Gefahr für Leib und Leben darf man nicht riskieren. Aber dass bei einem Sturm, der in Schleswig-Holstein, jedenfalls ab Kiel nordwärts eher als bisschen Wind benannt worden wäre, dass man bei einem solchen Stürmchen hier oben, weil der Sturm sich zwischen Norderney auf einer Linie nach Hamburg und dann nach Berlin aufgemacht hat, in Hannover auf die Taste drückt und alle Verkehre zwischen Flensburg und Göttingen stilllegt. Das, meine Damen und Herren, halte ich für unangemessen und inakzeptabel. Und da erwarte ich
da erwarte ich, dass man die regionalen Dinge auch beurteilt. Ich kann jedenfalls niemanden erkennen, warum man von Kiel nach Flensburg fahren kann, wenn irgendwo im Süden irgendwo der Wind weht. Das tut nicht Not und da brauchen wir einen anderen Umgang damit. Und das Zweite ist, dass wir bei diesen Stürmen sehr wohl merken, und Herr Mayer, lassen Sie mich das an der Stelle sagen, wir können den Konflikt zwischen Naturschutz und Mobilitätsinteressen hier nicht ganz von der Hand weisen. Denn natürlich, als ich öffentlich gesagt habe, wir brauchen einen stärkeren Rückschritt an, also einen Schnitt, eigentlich einen alten V-Schnitt, den man früher hatte, als noch Diesellokomotiven überall gefahren sind, weil man da sagen konnte, von den Mittel des Gleises, 6 Meter nach rechts und links, und dann schneidet man V-förmig aus, weil der Funkenflug der Diesellokomotiven früher die Vorgärten gefährdete. Jetzt hat man Stromtrassen, sagt, Funkenflug gibt es nicht mehr, jetzt darf man von der Mitte 6 Meter, aber in alle Höhen nach oben bauen. Das führt dazu, dass wenn der Wind eben einmal irgendwie, dann hat man den entsprechenden Baum auf dem Fahrdraht. Ich sage hier, bei allem Interesse auch aller Naturschutzverbände, es gibt auch Mobilitätsinteressen von Menschen und die müssen wir in einer Abwägung dazu vernünftig bringen. Deshalb haben wir als Wirtschaftsministerium auf der Verkehrsministerkonferenz es zum Thema gemacht, dass der Bund hier zu neuen Regelungen kommt, um wieder stärker auch in den Beschnitt neben solchen Schienenverkehrsstrecken zu kommen. Das ist in der notwendigen Abwägung aus meiner Sicht geboten, denn viele, viele tausend Menschen sind darauf angewiesen, in Zügen unterwegs zu sein und Halte- und Stilllegungen von Verkehren können wir uns auf Dauer nicht leisten. Das ist im Übrigen auch volkswirtschaftlicher Unsinn, dass wir so viel Geld dafür ausgeben und man sich nicht auf die Verlässlichkeit des Schienenverkehrs einrichten könnte. Sie sehen, meine Damen und Herren, es gibt nicht nur beim Straßenbau in Schleswig-Holstein, sondern es gibt auch für die Schiene viel zu tun. Wir haben uns als Landesregierung vorgenommen, den Ausbau des Schienenverkehrs in Schleswig-Holstein genauso ernst zu nehmen wie den Ausbau der Straßenverkehre. Herzlichen Dank. Applaus